Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Wir sind wieder los. Ihr habt es gelesen, endlich raus. Ja, wir mussten einfach raus. Wir waren 3 Wochen nicht unterwegs. Richtig, genau. Und deshalb sind wir jetzt auf dem Weg nach Wismar und Rostock. Das ist das grobe Ziel, wo wir hinwollen. Deshalb gibt es keine Unterwegsfolge, weil wir einfach nicht wissen, wo wir landen. Ja, mal sehen auch, wo Plätze frei sind. Ne? Über Ostern. Wir sind nämlich Ostern unterwegs. Das ist natürlich schon... Könnte relativ voll sein, gerade an der See. Wir schauen einfach mal. Genau, also seid gespannt. Wir nehmen euch mit und wir werden jetzt die Kamera vorne reinsetzen, auf die Hoffnung, dass es vernünftige Bilder davon gibt. Wir sind angekommen. Oh ja, sehr schön hier. Und Plan A hat gleich wunderbar funktioniert, wobei es ist eigentlich Plan B. W wie? Wismar. Ah, das hat gedauert. Ja, ich habe verstanden B, deswegen habe ich gedacht, hä? Ja, B wie Berlin. Nee, so falsch sind wir dann noch nicht gefahren. Ja, wir sind nämlich nach Wismar gefahren. Das ist nicht unser Endziel. Unser Endziel ist Rostock, denn wir haben tatsächlich wieder unseren... Truhe bei. Ja, die Gefriertruhe. Gefriertruhe, nochmal zusätzlich, weil wir haben gesagt, das Eis aus Dömitz ist schon wieder leer, brauchen schon wieder neues, da fahren wir dann gleich zur Eiswerkstatt. Und ich habe extra nachgefragt per Facebook, ja, sie haben auch Gott sei Dank auf. Genau. Ja, so. Hier sind auf jeden Fall noch ein paar Plätze frei, auch der neben uns. Ja, und da hätten schon auch noch einige frei, hätten wir nicht gedacht. Ich genau. Habe echt gedacht, das ist weitaus voller. Gott sei Dank nicht, also wir haben wirklich Glück gehabt, weil das war wirklich eine spontane Tour. So, wir machen jetzt eine Brotzeit. Und dann haben wir noch das ein oder andere zu berichten, aber erstmal sagen wir Mahlzeit. Ersatz mit X. Das war wohl nix. Genau, wir waren gerade nämlich zu Fuß zum Hagebaumarkt und haben wir erstmal mitbekommen, erstmal richtig cool hier beim Wohnmobilpark Westhafen Wismar, also www. Du bist innerhalb von 6-7 Minuten bist du direkt bei einem Norma, bei einem Rewe. Das heißt, du gehst einfach die Straße runter und schon bist du da. Fußläufig, genau. Auf der anderen Seite fußläufig bist du ja beim Bäcker, was da auch gibt. Ja. Also ein richtig toller Platz. 15 Euro gut angelegt. Und wenn du mehr Service haben willst, dann musst du dafür halt extra bezahlen. Auch eigentlich eine gute Sache. Ja, was waren wir beim Baumarkt? Wir wollten eigentlich so einen kleinen Beistelltisch für unseren Safari-Chef immer gucken, ob wir das finden. Haben da jetzt nichts gefunden. Müssen wir wohl mal irgendwie doch nochmal zu so einem Fritz Berger Camping fahren. Genau. Und dann wollten wir hier... Genau, für die Schiebetür. Weil da ist ja der Griff, der bei Malibu etwas, naja, rausragt. Viele stören sich daran, wir auch. Das knobige Ding. Man hätte vielleicht die andere Seite davon doppelt haben können. Das wäre viel schöner gewesen. Ja. Tja. Haben wir nun nicht gefunden und ja, gucken wir halt einfach weiter. Hat ja noch Zeit, wir müssen ja auch nicht alles immer sofort machen. Ja, jetzt machen wir eine Tour. Ich habe schon mal hier was gefunden. Mhm. Das heißt, wir werden ihm einen Deckel aufsetzen, so ein Hütchen. Und dann kommt da eine Kamera drauf, das heißt, ihr kommt da drauf und dann nehme ich euch mit. Genau, dann machen wir ein bisschen was durch Wismar. Straight cruising, headed for a bruising, watching out for number one. You gotta slow down, look around you, son. Today is just today and not tomorrow. Da stehen wir nun, war nicht weit weg. Genau, das ist wirklich hier, das kann man fußläufig machen, aber wir wollten mal auch wenigstens unsere Roller mal wieder ausprobieren. Genau. Für was haben wir sie denn an Bord?
weil immer mal die Frage kommt, dann können wir sie heute hier direkt am Hafen in Wismar klären, wie viel wiegen wir denn jetzt eigentlich? Also wir waren voll mit Benzin, also Diesel. Genau. Wir waren sowas voll von Wasser. Aber bis Oberkante Unterlippe. Klamotten haben wir richtig gut bei und wir haben diese Roller, die ja alleine schon 50 Kilo, ne? Und wir haben, genau, zusammen haben die 50 Kilo. Und wir haben dann noch zusätzlich genug Wasser, genau, die Kühlbox haben wir noch und ein bisschen mehr Wasser, als wir eigentlich hätten gebraucht. Genau, also wir haben also Trinkwasser zum, ne, zum diese Trinkwasserflaschen. Ja, na, das ist natürlich also auch. Wir haben auf jeden Fall gut was reingepackt und was soll man sagen, wir können noch 40 Kilo zuladen. 3460 Kilo, das sagt unser Auto. Mit anderen Worten, wir haben noch ein bisschen Puffer und der ist immer ganz gut, den auch zu haben, weil... Wer weiß, was dann immer nicht noch alles so dazukommt, ne? Genau. Genau. Aber eigentlich sind wir jetzt fertig. Wir haben ja fast alle Umbauten jetzt durchgemacht. Wir werden auch heute, denn heute ist der 16., ne? Heute ist der 16. Ne, 16. Der 16. Stimmt. Richtig. Genau, der 15. Jetzt haben wir nämlich seit einem Jahr eine Malibu. Stimmt. Und da werden wir heute nämlich ein Fazit noch drehen. Ein Jahr Malibu. Wie ist es mit uns so gelaufen? Genau, wir hatten zwei Fahrzeuge, die wir ausprobieren durften. Und, genau, Tops und Flops, das werden wir nämlich nachher noch drehen. Aber erstmal eine schöne Tour. Und vielleicht gibt es noch ein Eis. Da hätte ich noch Lust drauf. Ja, dann müssen wir wieder in die Richtung. Ja, das werden wir dann auch gleich tun. Aber gleich erst. Genau, erstmal genießen wir. Also. You gotta get going. Easy now, you gotta get going. Easy now. Be hard working so you can be deserving. The rest that you are given, you gotta slow down and look around you, son. Give a lot and live a little, work with what you got. Where you're going, you can rest your. Looks big where you're going. Truth cannot be hid. You gotta get going. Easy now. You gotta get going. Wieder angekommen. Durch Wismar einmal durchgefahren. Ein Softeis gegessen, aber nicht da, wo ich wollte, weil wie immer nimmt man das Erstbeste, wo man Softeis liest. Waffel war gut. War aber nicht das erste Beste. Nee, es war definitiv nicht das Erstbeste. Also es war auch nicht das Schlechteste, aber es war nicht das Beste. Das ist das Problem. Wir haben durch Dömitz und durch die Eispiraten und was es da nicht alles gibt, schon weitaus besser. Ja, so, Rollers werden wieder eingepackt. Vier konnten wir gar nicht fahren, weil so viel Kopfsteinpflaster, wir wären durchgeschüttelt, dann würde das so aussehen. Ich glaube, wir sind so ungefähr 3 Kilometer gefahren, so ungefähr. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Ja. Aber wir waren wenigstens im Hafen, haben euch schöne Bilder gezeigt. Und jetzt gehen wir rein und werden wahrscheinlich Vorbereitung machen. Vorbereitung bzw. bald schon das nächste Video drehen. Ne? Das auch. So, in diesem Sinne, ich lasse ihn arbeiten und dann mache ich die Kamera aus, das wollt ihr nicht sehen, wie er arbeitet. So, Video geschnitten, habt ihr schon gesehen, ein Jahr Malibu, das ging jetzt ruckzuck schön in der Sonne hier in Wismar und jetzt wird es Zeit, wir haben hier wunderbare Bratwurst und, naja, Hühner, was ist das doch, Hühnerfutter und Steak. Wir haben draußen uns vorbereitet, werden jetzt entsprechend den Safari-Chef, der ist schon an, ne? Richtig, der ist schon an. Genau, deshalb will er das Fleisch jetzt auch haben, damit er es machen kann. Ich werde dann den Wein rausholen, Weingläser. Haben wir schon, hui. Ich habe auch schon meinen Wein. Genau, ich muss noch meinen Wein mitnehmen. Cola brauchen wir. Nee, hab ist auch schon. Auch schon draußen. Brot brauche ich aber noch. Richtig. Brot und dann die ganzen Sachen aus dem Kühlschrank.
Senf und Ketchup und genau, so weiter. Das kümmere ich mich jetzt drum. Das heißt, in diesem Sinne werden wir euch jetzt gleich ein Foto einblenden und wir sagen schon mal Mahlzeit. Mahlzeit. Yum, 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 yum. Nach dem leckeren Essen haben wir uns nochmal auf den Weg gemacht. Genau, wir dachten, wir laufen Richtung Hafen nochmal. Der ist ja ganz hier in der Nähe. Haben einen schönen Blick auf Wismar. Also ich muss mal gucken, dass ich gleich nochmal ein Foto mache, weil die Türme sind richtig schön angestrahlt. Jetzt noch von der abendlichen Sonne, also es sieht schon echt cool aus. Genau, aha, da sind Angler unterwegs. Ja. Ja, und ich werde jetzt einfach mal ein Foto schießen und dann, wenn wir am Hafengelände sind, dann werden wir uns nochmal ein paar Impressionen euch präsentieren können, hoffentlich. Ja, mal sehen. Nachdem hinter uns die Sonne untergeht, geht vor uns der Mond auf. Wir blenden euch das mal ein. Das ist gerade so richtig cool. Zu Ostern ist er ja richtig groß und wir müssen sagen, wir haben alles richtig gemacht, dass wir raus sind. Gestern noch in Uelzen gewesen und haben ja das Radio eingebaut, damit wir endlich bessere Klangqualität haben. Und heute wirklich so viel Schwein gehabt, dass wir wirklich hier in Wismar Platz gehabt haben. Es war ja wirklich großes, großes Risiko. Zur Osterzeit an der Ostsee nicht zu reservieren, einfach auf blauen Dunst herzufahren. Es hat sich gelohnt und wir sind richtig froh, mal wieder hier zu sein. Und die abendliche Stimmung ist bombastisch, also muss man ehrlich sagen. Genau, 2015 waren wir das letzte Mal hier, damals noch mit einem Bulli. Und es hat sich schon viel getan, allein das Gebäude, was da jetzt im Hintergrund immer so auftaucht, das war noch nicht mal ansatzweise da. Haben eine schöne Schiffskuttertour gemacht. Und wie wir heute erfahren haben, meine Eltern und auch deine Eltern haben diese Tour schon gemacht. Aber nach uns, man sagen. Und wir können auf jeden Fall sagen, wenn ihr nach Wismar kommt, macht so eine Schiffskuttertour mit oder zumal auch mal nach Insel Pöhl. Genau, es gibt also anscheinend ja hier diese Pöhlkogge sozusagen, also die soll... Oder die sieht ziemlich cool aus. Habt ihr ja wahrscheinlich auch noch schon mal gesehen. Ja, oder eben gerade habt ihr ja noch genau, ein paar Einblendungen da gesehen. Also wir waren noch zur rechten Zeit hier, dass gerade das Verabschiedungskomitee auf den Dudelsack geblasen hat. Ja, das war schon nicht ganz schlecht. Also das muss ich sagen. Schöne Sache. Wirklich schon Glück gehabt. Ja, und jetzt sehen wir gerade, wie die Sonne sich da in dem einen Gebäude spiegelt. Wie gesagt, die Sonne geht unter, der Mond geht auf. Wir gucken mal, was wir noch so heute erleben. Wahrscheinlich nicht mehr so viel. Nein, ich denke, wir werden uns langsam auf dem Weg dann Richtung Bulli, beziehungsweise Richtung Buggy machen. Bulli ist nicht mehr. Richtung Bulli ist Buggy nicht mehr, genau. Und morgen geht es dann weiter Richtung Rostock. Denn wir haben noch ein bisschen was vor. Das erzählen wir euch aber dann erst, wenn einmal der Mond so richtig gestrahlt hat und die Sonne morgen wieder strahlt. Dann erzählen wir euch mehr. Guten Morgen und frohe Ostern. Guten Morgen, genau, frohe Ostern. Wobei, wenn ihr das Video seht, ist Ostern schon wieder vorbei. Ja, gut. Aber nächstes Jahr gibt es wieder Ostern. Hab schon gehört, das wird wiederkommen. Das stimmt. Ja, wir haben gut genächtigt hier. Jetzt ist ja einmal heißt es Wohnmobilpark Westhafen Wismar und dann gibt es irgendwie Caravanpark. Auf jeden Fall in Wismar, der Wohnmobilstellplatz. Genau, große. 93 Stellplätze, richtig schön hier, konnte man gut nächtigen. Wirklich Straßenlärm haben wir hier überhaupt gar nicht gehabt. Nein, es war sehr ruhig, also wirklich, hat man gut geschlafen. Also, das kann man sehr empfehlen.
Jetzt werden wir ver- und entsorgen, weil es ist ja ein Platz, warum soll, dann sollte man das auch nutzen. Ne? Ja, versorgen brauchen wir nicht wirklich, aber zumindest entsorgen, Toilette und so. Ja. Das hätten wir theoretisch jetzt auch noch nicht gemusst, sagen wir auch ganz einfach. Auch das Grauwasser hätten wir noch nicht ablassen müssen. Aber wir schleppen ja das Gewicht mit uns rum und das macht keinen Sinn, weil das ist ja nur unnötig Spritverbrauch, gerade in der jetzigen Zeit mit den hohen Spritpreisen. Aber wir müssten es trotzdem theoretisch nicht, aber es ja. ist dann Platz, also machen wir es. Und wo geht's dann hin? Dann geht's nach Warnemünde. Genau, also wir wollen noch ein bisschen nach Rostock, wollen noch ein bisschen mehr an die Ostsee ran. Wir sind ja hier nur im Hafengebiet, da sieht man nicht viel von Ostsee. Wir wollen richtig Ostsee genießen. Und wir versuchen das mit den Rollern dann dazu machen. Das heißt, irgendwo kostenlos hinstellen und dann mit dem Roller. Genau, weil wir wollen nicht auf einem Wohnmobilstellplatz jetzt fahren. Nee, das ist nämlich der Plan, weil wir haben noch etwas anderes vor. Wir suchen nämlich einen Platz für unseren Start der Reise nach Schweden, Norwegen. Genau. Da suchen wir ein Plätzchen. Und wir werden jetzt auch heute noch euch mitteilen, wo denn die Spenden hingehen. Denn wir haben ja 3 Monate lang wirklich für das Ahrtal Spenden gesammelt. Ja, da ist auch gut was zusammengekommen. Also genau. Eine super Spende, muss man dazu sagen. Und wir haben auch einen großen Teil noch bei, genau, also oder steuern noch einen großen Teil bei. Unsere YouTube-Einnahmen gehen nämlich komplett vom Januar, Februar, März. Alles dahin, wir werden davon gar nichts nehmen. Ja, dazu aber später mehr. So, jetzt heißt es Sachen packen, umpacken und dann geht's Abmarsch. Angekommen sind wir in Rostock, sind wir noch. Genau, wir haben uns auch bereit gemacht. Genau, denn wir wollen jetzt Richtung Warnemünde. Wir wollen direkt an der Ostsee, haben wir euch gerade gesagt. Das sind Roller. Genau, alles fertig, alles aufgepumpt, genau. Luftdruck drauf und so weiter. Ja, hast du gestern schon gemacht. Gestern schon gemacht, genau. Und da waren wir jetzt hin. Und dann gibt es schöne Bilder. Einmal ja immer direkt von der Hauptstraße entlang und dann aber eigentlich die wirklich schönen Bilder. Ihr seht ja dann, wenn wir definitiv in Warnemünde sind. Wir hoffen mal, dass es schön ist. Nicht, dass es jetzt da irgendwelche Baustellen und so gibt. Also, da fahren wir woanders hin. Da gehen wir mal von aus, dass es das alles schön ist. Also, okay. Los geht's. I would be up waiting for you if you had to leave. I would wait a lifetime if you were at sea. I just wanna say. Angekommen im wunderschönen Warnemünde. Ein paar Bilder habt ihr schon gesehen bei der Einfahrt hier. Genau, jetzt sind wir gerade auf dem Weg zum Strand, sozusagen zum Meer. Wir sind auf dem Strand. Ja, genau. Richtig. Aber wir sind auf dem Weg zum Meer, so wollte ich sagen. Genau, auf dem Weg zur Ostsee. Ich merke gerade, meine Frisur ist auch völlig im Arsch. Also nach so einer Helmtour kann ich... Das ist normal. Ist frisurtechnisch überhaupt nichts mehr machbar. Wir sehen da hinten noch sowas wie eine Fähre. Wollen nachher nochmal gucken, welche Fähre das denn so ist. Ob das vielleicht auch so eine Fähre ist, mit der wir fahren. Wer weiß. Das ist gut, da kann ich ja gleich nochmal machen. Wie gut, dass du sagst, ich hätte es gar nicht gemacht. Ich hätte es ganz toll jetzt gemacht. Ja, ich habe gedacht, nee, da musst du nochmal gucken. Ja. Also von daher ist ja auch spannend, ob das jetzt die Fähre ist, die wir benutzen dann auch, um nach Trelleborg zu kommen. Nämlich in einem Monat. Ja, also in gut wie einem Monat. Ein Monat, 2 Tage. Ein Tag. 2 Tage. Ach ja, 2 Tage, richtig. 2 Tage. Wir fahren ja erst am 19. los, aber genau. Da vorher müssen wir schon los. Ne? Wir müssen ja schon hier sein. Wir wohnen ja nicht in Rostock. Ja. Jetzt machen wir noch ein paar schöne Bilder, werden wir euch zeigen. Und dann kommen wir auf das Thema Spenden fürs Ahrtal. Genau. Wie gesagt, das werden wir hier am Strand euch dann mitteilen oder mindestens hier an der Ostsee. Denn... Wie wir was aufteilen und so weiter, aber dazu gleich mehr. Ein schöner Ort für eine gute Geste.
So, wir haben es uns gemütlich gemacht hier in der Düne, also an der Düne. Da, wo man auch noch sitzen darf. Genau. Hier stehen irgendwelche Schilder, die konnte ich aber so schnell nicht lesen, weil der so losgestratzt ist. Aber hier vorne darf man noch sitzen, das konnte ich noch einigermaßen entdecken. Genau. So, wir kommen jetzt wieder an einem schönen Ort zu einer Sache, die uns persönlich sehr freut, dass wirklich ihr mit unterstützt habt. Und zwar zu unserer Aktion We Are Together. Genau. Dort haben wir ja entsprechend ja Geld gesammelt. Und ja, es ist ein schönes Sümmchen dabei rausgekommen. Ja. Und wirklich ein Riesendank geht dann auch an eine Spenderin. An ein Pärchen, die uns wirklich eine sehr große Summe gespendet haben. Damit ging das so wirklich ins Rollen. Jo, das kann man so sagen. Also das heißt, es ist eine große Summe zusammengekommen. Auch wir werden einen großen Anteil noch beisteuern. Ja, insgesamt sind wie viel zusammengekommen? Also insgesamt mit den Einzelspenden, die wir haben und das, was wir alles bei YouTube einnehmen. Also nicht, dass ihr denkt, wir verdienen so viel bei dem, aber nein, wir haben einfach alles genommen, wirklich von Januar, Februar, März, alles zusammengeguckt und deshalb kommt das Video auch jetzt erst. Insgesamt sind es 1650 Euro, die zusammengekommen sind. Richtig, genau. Also ich denke, das ist ein schöner, ordentlicher Batzen und da werden sich bestimmt der ein oder andere im Ahrteil darüber freuen, dass doch ein bisschen was zusammengekommen ist. Genau, wir haben uns jetzt auch entschieden, wie wir das entsprechend machen. Also wir werden das auf jeden Fall vier teilen. Wir hatten geguckt nach der einen Aktion, die wir euch vorgestellt haben, das 5-Euro-Haus. Das wird ein bisschen komplizierter, als wir das gedacht haben. Deshalb werben wir noch gerne dafür, dass ihr dort Familien auf jeden Fall unterstützen könnt. Die wir gerne unterstützen wollen, die sind schon fertig unterstützt. Das ist super, das freut mich, dass da keine Hilfe weiterhin notwendig ist. Aber wir haben trotzdem immer noch den Campingplatz zur Burgwiese, der wirklich arg gebeutelt ist in den letzten zwei Jahren. Dann die Gemeinde Maischoss allgemein, ihr habt die Bilder alle vielleicht noch im Kopf. Genau. R-Kids and Friends, die wunderbar dort gerade Spielplätze wieder aufbauen. Das ist eine tolle Aktion, die wir natürlich gerne unterstützen wollen. Und dann ist es noch eine Privataktion in Rech. Auch dort werden wir entsprechend Geld hinüberweisen. Genau, jeder kriegt den Anteil. Also das heißt, wir teilen das Ganze durch vier und das sind dann 412,50 Euro. Das werden wir jetzt aufrunden auf 413 Euro. Richtig, genau. Und das geht entsprechend an R-Kids, an Friends, an die Gemeinde Maischoss, an Campingplatz zur Burgwiese. Und an eine Aktion in Rech. Genau. Die nämlich auch für Kinder, für Ausbildung, alle, die halt da Probleme gehabt haben, durch die Flut leiden mussten, halt dementsprechend auch unterstützt werden können. Genau, wir sagen tausendmal Danke, dass ihr uns unterstützt habt, dass ihr auch mit gespendet habt und so können wir doch ein schönes Sümmchen, genau. Natürlich nur ein kleiner Anteil im Großen, aber ich glaube, das hilft ungemein für die Kollegen und Freunde und Bekannte, Verwandte, alles, was es so gibt im Ahrteil. Genau. Die werden sich auf jeden Fall darüber freuen. Die Adresse PayPalMe, We Are Together, bleibt das ganze Jahr noch offen. Das heißt, wenn ihr dort irgendwie immer noch Geld hinspenden wollt, das geht dann 1:1 dann zu einzelnen Aktionen. Das gucken wir noch, was dann dabei rauskommt. Mein Gott, ist das ein schwieriges Deutsch. So, und ja, wir genießen jetzt hier noch die Aussicht. Und ja, dann sind wir mal gespannt, was wir dann noch so heute so erleben. Ne? So ist es. Also. Take you there. Wir sind wieder zurück, haben ein lecker Eis gegessen und jetzt wird hier wieder der Bummschuppen aufgemacht. Dabei ist er gar nicht so heiß diesmal. Alles eingerödelt wieder. Gerade mal 27 Grad haben wir, ne? Dabei, dass die Sonne voll drauf steht, aber das geht jetzt ruckzuck die Temperatur da raus. Energiemäßig ist alles wieder
tippitoppi. Das heißt, da haben wir keine Probleme. Wir haben immer nur volle Batterien, würde ich sagen. Ja. Also gut, über Nacht mal, was weiß ich, 20% weniger, aber dann nächsten Tag ist es wieder voll. Jetzt ist alles wieder voll. Das heißt, es ist genau das, was wir haben wollen. Wir wollen ja nie wieder Sorgen um unsere Batterie haben. Gerade wir müssen einiges laden. Unter anderem dieses Kamera will ein bisschen Strom haben. Ja, jetzt fahren wir zu einem Wohlgeheimtipp. Übernachten kann man da nicht, aber da kann man einigermaßen gut stehen und hat einen schönen Blick auf die Fähre Rostock-Trelleburg. Da wollen wir hin und ja, da gibt es dann einen Apfelpfannekuchen, weil heute zum Abendessen gibt es etwas, was Stefan sehr gerne isst, ich aber nicht so. Und deshalb kriege ich jetzt am Anfang einen Apfelpfannekuchen. So, man kann sagen, wir haben es uns gemütlich gemacht nach dem Eierpfannekuchen, ne? Nach dem Eierkuchen. Genau, habe ich gar kein Foto gemacht von. War aber lecker. Ja, das hoffe ich. Also zu so Ostern. So viel bekommen. Uiuiui. Zu Ostern darf man sich ja auch mal was gönnen. Also von daher. Ja, jetzt haben wir uns hier in die Sonne gelegt. Ich zeige euch gleich mal so ein bisschen hier ein paar Einblendungen, wie es hier eigentlich aussieht. Total schön. Und genieße ein bisschen das Wetter. Ja, vielleicht haben wir nachher noch Glück, ne? Dann kommt vielleicht nachher noch ein Schiffchen. Ja, die FS Mecklenburg-Vorpommern. Und die Fähre ist es nämlich auch, mit der wir voraussichtlich fahren. Also von daher ja, sind wir natürlich selbst sehr überrascht, ne? Und sehr drauf gefreut. Ja. Wir sind sehr drauf gefreut. Wir freuen uns drauf. So rum, ja genau. Mir hat das Wort gerade gefehlt. Ja. Also ist es. Jetzt werden wir ein bisschen genießen. Ich habe mein Buch mit rausgenommen, damit ich das hier im Sonnenschein nutzen kann, damit ich es endlich durch habe. Es sind noch 6 Kapitel. Genau, und ich genieße so die Sonne und die Aussicht hier in den Hafen und schaue mir hier das Treiben an. Wobei, so viel Treiben ist zu Ostersonntag natürlich nicht. Ist ja klar. Muss ja auch nicht. Nein. Gesehen haben wir unsere Fähre schon. Genau, die Mecklenburg-Vorpommern, mit der wollen wir nach Trelleburg fahren. Mhm. Ja. Aber die Bitch ist nicht dahin gefahren, wo wir jetzt dachten. Nee, sie fährt da hinten hin. Wir blenden da nochmal ein Foto ein. Also etwas anderes gedacht, anderer Liegeplatz. Ja, irgendwie komplett anderer Liegeplatz. Als auch Google und Apple und so weiter sagt. Genau, also, naja. Also so wird man verarscht von vorne bis hinten. Ist aber nicht schlimm. Wir werden das auf jeden Fall beobachten müssen, weil nicht, dass die dann wieder so hin und her switchen und wir dann nicht wissen, von wo wir hinfahren müssen. Aber im Regelfall ist das ja immer alles auch ausgeschildert. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich gibt es da so ein LED-Verkehrsleitsystem oder was auch immer. Wir werden uns das dann angucken. Irgendwas, das werden wir schon hinkriegen. Irgendwas wird es auf jeden Fall geben. Wir werden jetzt nämlich auf die Parkplatzsuche gehen, weil wir müssen ja einen Tag vorher anreisen, weil um 7.30 Uhr geht die Fähre, 6.30 Uhr musst du da sein. Wir werden dann müssen wir hier irgendwann in der Nähe sein, genau. Wir werden keine Nachtfahrt machen, dementsprechend werden wir jetzt uns mehrere Plätze anschauen. Vielleicht ist der erste, vielleicht der beste, das werden wir einfach mal sehen. Auf jeden Fall haben wir Alternativen noch, ja. Die wir haben zur Not. Das werden wir jetzt machen, das heißt, wir sind jetzt schon im Vorfeeling. Irgendwie Fieber, genau, ja genau. Wir fiebern da schon mal in die Richtung, ne? Genau, das Vorfeeling für die Reise nach Norwegen, beziehungsweise erstmal nach Schweden. Genau. So, und bevor ich jetzt hier runterfalle, machen wir besser die Kamera aus, weil das möchtet ihr nicht sehen. Wir sind ganz in Rot geworden. Oh ja, die Sonne hat doch Power schon. Ja, richtig Power, obwohl wir nur 15 Grad hatten. Es war auch sehr windig, aber der Wind, dieses gemeine Kind, dieses, ne? Ja, so ist es. So, wir haben jetzt, Stefan hat jetzt Essen fertig gemacht. Und wir blenden da mal 2 Fotos ein. Genau, er kriegt sein Lieblingsessen. Ja. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, Rührei eher oder? Eher mit Rührei, aber Fischstäbchen geht auch. Ist mal wir was sind ja an der See, also. Genau, deshalb will ich ein bisschen Fisch an der See essen, wenn es nur Fischstäbchen ist. Einen richtigen Fisch wäre noch schöner, aber alles gut. Genau, und das können wir ja so wunderbar machen, weil hier drin riecht es überhaupt nicht nach Fisch. Nö, weil ich habe das nämlich draußen gebraten. Schön im Safari-Chef, da wo er hingehört. Genau. Nach draußen. Und jetzt werden wir mal anstoßen. Also. Und sagen mal. Zum Wohl. Zum Wohl und guten Hunger. Na wunderbar. Ein schöner langer Tag geht zu Ende. Ja, mit einem schönen Abend noch. Wir haben noch ein bisschen Serie geguckt und so weiter. Ja, aber bevor wir das eigentlich gemacht haben, haben wir gar nicht erzählt. Also wir haben auf jeden Fall unsere Pläne angeschaut. Wir waren auch schon mal bei der Fähre, weil Sten allein war ja gerade da. Haben uns das schon mal angeguckt, damit wir ein bisschen Bescheid wissen. Richtig. Ja, und jetzt haben wir im Endeffekt 2 Alternativen. Einmal haben wir die Alternative tatsächlich, wo Kai von Travel Camp in Living ja war. Der ist ja auch schon mal die Route Rostock-Trelleborg gefahren. Da kann man auf jeden Fall sagen, da haben sehr viele heute übernachtet. Und ich weiß auch nicht so genau, ob das...
Das werden wir dann sehen, ob das dann gut geht oder nicht. Also vielleicht ist es ja in der Woche. Wir haben ja eine Vorbotschaft, die wir vorschicken. Es sind keine Ferien und es ist ja jetzt Osterwochenende. Deshalb kann man das gut vielleicht nachvollziehen, warum man da steht. Ist ja auch bei Park4Night auch hinterlegt, der Parkplatz. Ne? Genau. Das merkt man dann immer wieder. Dieser hier auch, aber das ist hier natürlich viel ruhiger. Also total das ist halt ruhig, im das wäre der Plan B. Auf jeden Fall kommen wir von der A19 sehr schnell dorthin, wo wir hinwollen. Und die Navis fahren das an. Das war aber schon mal gut, dass wir uns schon mal vorinformiert haben, dass wir das einfach mal ausgenutzt Richtig. Haben. Morgen wollen wir auf jeden Fall hier unsere Truhe. Box, die wollen wir befüllen. Auch unser anderer Kühlschrank, der ist, das Gefrierfach ist auch leer. Also vielleicht kriegst du da auch noch das eine oder andere rein. Ein bisschen kommt da rein. Wir wollen zur Eiswerkstatt in Rostock. Wie gesagt, es ist ja wirklich das DDR-Softeis, so wie ich es kenne. Ich freue mich jetzt schon richtig drauf. Habe ja jetzt eigentlich jeden Tag ein Eis gegessen in Wismar, in Warnemünde. Die kommen da noch nicht ran zu dem, das was wirklich bei der Eiswerkstatt gibt. Also ist eine Empfehlung. Wir werden noch nicht gesponsert von denen, ne? Also nee. Das Einzige, vielleicht haben wir noch, kriegen wir wieder so eine kleine Karte. Bei 10 Eis haben wir eins umsonst. Das denke ich schon. Sonst aber egal, wir werden mal sehen. Werden wir nicht gesponsert. So, wir werden uns jetzt Bettgi fertig machen. Reicht wirklich aus. Wir sind ja meistens schon ab 7 wach. Deshalb sind wir eher Frühaufsteher und keine Wachbleiber. Außer wir treffen uns mit Leuten wie euch, dann könnte es mal länger dauern. Genau, aber wir gehen jetzt ins Bett und morgen geht's hier weiter. Morgen geht's weiter. Wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Wir sind hier, ja, immer noch in Rostock. Auf dem Weg, ne? Ja, auf dem Weg zur Eiswerkstatt. Wir wollen mal gucken, wann die überhaupt aufmachen. Das letzte Mal stand irgendwas von 12 Uhr, dann waren es aber schon um 11 auf. Und wir wollen ja das Risiko nicht haben, dass wir jetzt hier ewig lange warten müssen, weil wir haben ja doch noch eine Weile an Rückfahrt hinter uns und deshalb wollen wir gucken, hier hinter uns haben wir auch eine lange Fahrt schon. Ja gut, das stimmt. Ja, und da wollen wir einfach schauen, dass das alles passig ist, damit je schneller wir das einladen können, desto besser, denn dann haben wir auch eine ruhige Rückfahrt, weil wir müssen theoretisch über die A7 und das könnte ganz schön voll werden. Heute gerade Ostermontag auf jeden Fall. Also, wir schauen mal erstmal hin. Genau. Das nenne ich mal einen erfolgreichen Einkauf hier. Ja, aber es sind auch ein bisschen geldlos geworden. Ja, so einiges. Aber wir hätten noch ein bisschen mehr holen können, habe ich gerade gehört. Wir haben jetzt insgesamt 29 Packen. Wir blenden euch gerade mal die beiden Bilder ein, damit ihr so im Unio wisst, was so 29 Packen Eis bedeuten. Das ist eine ganze Menge auf dem Tisch hier. Also, ja. Auf jeden Fall reicht das erstmal so für 2 Tage und dann ist das alles wieder gut. Naja, bei mir reicht das ein bisschen länger. Ich habe ja auch ein bisschen was. An Waldmeister, 2 Stück. Ja, hast du mir mitgebracht. Muss ich aber immer mal probieren. Ne? Ja. Also lustigerweise hatten sie hier in der Bäckerei mehr Sorten als beim eigentlichen Anbieter. Aber alles ausverkauft da halt. Deshalb, ne? Das ist richtig ausverkauft. Wir machen uns jetzt los. Wir haben es nämlich 12.18 Uhr. Wir haben noch ein paar Kilometer. Wir wissen noch gar nicht, wo es überhaupt lang geht. Mal sehen, was das Navi sagt. Ne? Wir haben das Navi noch nicht befragt, aber wir lassen uns einfach jetzt überraschen. Und auf jeden Fall freuen wir uns, dass wir so viel Eis bekommen konnten. Denn so schnell gibt es das nicht. Vielleicht nächstes Jahr wieder, weil wenn wir in einem Monat sind wir wieder hier in Rostock. Da werden wir aber nicht die Zeit dafür haben. Wir kommen spät an und wir müssen früh wieder los. Also nicht die Zeit und auch nicht den Platz. Das auch nicht. So viel Fairness müssen wir sagen. Genau. So, auf jeden Fall war es schön und wir melden uns auf jeden Fall vom Grillen wieder. Denn einmal grillen tun wir noch. Richtig. Essen ist fertig. Wie war das gerade in unserer Story, die wir bei Instagram gemacht haben? Hey, mach mal Pause. Die das machen wir jetzt auch. Haben wir sowas von nötig. Also 2 Staus haben wir schon hinter uns. Ja. Also Stau, Stop and Go, war aber auch trotzdem nervig. Und wir wissen, dass noch einer vor uns liegt. Und deshalb haben wir gesagt, wir müssen ja eh noch grillen. Deshalb werden wir das jetzt erstmal tun und erstmal was Schönes essen. So. Genau. In diesem Sinne. Stärken. In diesem Sinne, einen guten Hunger. Die Markise haben wir rausgeholt. Es war dann doch relativ warm. Jetzt kommt die Sonne schon weiter runter. Jetzt wird es wieder warm, aber wir haben jetzt noch ein bisschen Abwasch zu tun. Ne? Ja, und aber schöner Platz hier in Salzhausen. Gibt es auch hier, also Strom gibt es hier, es gibt eine Fähr- und Entsorgung. Leider ist Entsorgung ein bisschen blöde, weil du brauchst halt einen Schlauch wieder, um das abzulassen. Das ist leider nicht gut gemacht. Ist hier. Halt nicht mittig ein Einlass, sondern es ist halt ein seitlicher Einlass dann. Ne? Ja, aber. Genau. Das ist unsere Standardproblematik, die wir halt mit unserem Malibu Van haben. Jo, jetzt hast du ja schon gesagt, abwaschen müssen wir noch, dann alles wieder verräumen. Jo. Dann, wie gesagt, müssen wir noch Müll loswerden.
Toilette können wir auf jeden Fall hier noch loswerden. Aber es endet unsere Reise irgendwie. Ja. Das ist schade, aber naja. Irgendwann ist das immer so, ne? Ja, 4 Tage sind wieder vorbei. Einfach mal raus. Es hat alles funktioniert, das muss man sagen. Ja. Also A in Uelzen. Mal wieder waren wir in Uelzen unterwegs an der Schleuse und haben dort auch wieder mal... Das Radio wie beim letzten Mal eingebaut. Genau, das ist also eine Tradition. Wir sollten nicht auch drin fahren. Nächstes Mal bauen wir da ein neues Radio ein. Naja. Und wir haben jedes Mal ein anderes Auto. Das wird auf Dauer sehr teuer. Das stimmt. Und ja, das mit Wismar hat ja perfekt geklappt. Haben wunderbar dort übernachtet. Also der Stellplatz, der ist sehr zu empfehlen. Ja. Der Stellplatz-Guide kommt auch in den nächsten Wochen auf jeden Fall online. Da lohnt es sich auf jeden Fall, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken. Mhm. Damit ihr dann auch wisst, wann wieder was Neues kommt. Ja, und Rostock war sowieso für uns sehr wichtig, einfach mal alles abzuchecken, wie funktioniert das dann, weil, wie gesagt, in einem Monat geht es für uns los. Oh ja, also wir freuen uns schon sehr und es ist halt auch so, dieses Vorfiebern ist jetzt schon extrem da, gerade weil man halt jetzt auch gerade so nochmal sich das alles angeguckt hat und wie ist das da, wie sieht das da aus, wie läuft das gerade mit der Fähre und so. Ah, das war schon schön. Man ist eigentlich gedanklich schon andauernd dies so machen und dann ja. Muss es so da sein, das noch einkaufen und so weiter und ja. So fort. Ja. Also es ist wirklich die Vorbereitung und das Fieber geht los. Genau. Also dieses einfach Haus war für uns genau richtig. Ja. Und deshalb würde ich sagen, wenn ihr die Möglichkeit habt, einfach rauszufahren, dann tut es. Genau. Wir hoffen, das hat euch alles gefallen, dass wir euch mitnehmen durften und konnten. Ja. Und dann bleibt uns nur noch zu sagen, bleibt gesund, bleibt uns gewogen und dann sehen wir uns schon bald wieder bei einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.